So, bin gespannt. Können wir erstellen. Imperialzutat. Na komm, Digi. Bin gespannt auf die. Ich bin gespannt. Der ist ja nackt. Der macht auf Hulk. Der macht auf Mini-Hulk. Bist du deppert? Hab jetzt schon Angst vor ihm. Der macht auf Mini-Hulk, oder leg mir am Arsch. Der macht auf Mini-Hulk. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Er macht auf Mini-Hulk. Leck mich am Arsch. Ich kann nicht mal so richtig vorstellen, dass er tornadomäßig da irgendwie vorangeht. Oh, nett. Er ist sehr schnell. Das muss man sagen. Sehr schnell. Schadensmäßig fast, würde ich fast sagen, gleich wie mit dem Einhaberer da. Mit dem Imperialsoldat, sonst. Bin ich gespannt. Wird sich dann eh zeigen in den nächsten Fähigkeiten. Oh ja, oh ja, oh ja, wie bei Vikings oder wie bei Valhalla, oder? Top. Gerade wenn's irgendwelche Fernkämpfer hast. Extrem top. Extrem top. Aha, Kettenaxt. Aha, kann ich aber wenigstens noch schneller von A nach B. Der ist schon, der gefällt mir jetzt schon wieder. Gefällt mir jetzt schon besser als wieder ein Imperialsoldat. Gefällt mir jetzt schon besser. Und dann einmal zwei Fähigkeiten, ich hab gerade einmal zwei Fähigkeiten gesehen gehabt, dann weiß ich jetzt schon, dass der mir besser gefällt. Na, servus, Masi. Hallo. Ja, leg dich hier zu mir, na komm. Na komm. Ja, na sicher. Komm hier da, Masi. Der Slayer ist ein guter. Der Slayer ist ein guter. Ja, ich weiß eh. Überrascht mich jetzt schon. Überrascht mich jetzt schon, dass der mir schon gefällt. Überrascht mich jetzt schon. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Wie der herumschreit die ganze Zeit. Miau, 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 miau. Ich finde super, dass ich das werfen kann. Ich finde es wirklich super, dass ich das werfen kann. Aber wehe, da du das Kabel beißen. Wehe dir, da fliegst du runter, Alter. So schnell hast du gar nicht geschaut gehabt, kurz. Nee, nicht Kabel beißen. Du bist Wahnsinn. Du bist wirklich ein Wahnsinn, Alter. Immer Kabel beißen. Immer Kabel beißen. Du bist wirklich nicht mehr normal, Alter. Wirklich nicht mehr normal. Immer Kabel beißen. Ja, du. Moin, Digi. Moin, grüß dich. Immer Kabel beißen, du bist der Wahnsinn. Wieso tust du immer Kabel beißen, Mausi? Und immer die guten Kabel, nicht die schlechten, die guten. Das bei der alten, die Kabel kannst du ruhig beißen, aber meine Kabel nein, die sind wichtig. Sonst gibt's keinen Stream mehr. Ah, hoffen wir's mal, dass es wieder gut geht. Ja, Mausi. Ja. Brauchst unbedingt Aufmerksamkeit, ich weiß eh. Bist wie mehr Alte. Wenn ich da 2 Minuten keine Aufmerksamkeit gebe, bin ich schon das Arschloch. So, passt. So. Wird man da gleich ein bisschen was mehr da hier kriegen. Erfahrungsmäßig und alles drum und dran. Kritischer Schaden auch gleich erhöht. Super. Ah, ich finde den super. Der taugt mir jetzt schon mehr als wie der Imperialsoldat. Der Imperialsoldat ist wirklich bis jetzt der schwächste Charakter. Also wirklich, wirklich miese Nummer. Ganz schwach unterwegs, ganz schwach. Einfach wie auf Valhalla, Alter. Einfach mal die Äxte am Werfen. Bombe, Alter, Bombe. Hat zwar nicht jetzt eine ganz große Reichweite, aber hat was. Bist deppert. Geile Fähigkeit. Geile Fähigkeit, ganz geile Fähigkeit. Nein, nicht auf die Kabeln.
Na, 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 genau hier, genau hier. Jo, passt. Bis uns geht's zu die Kabel hier und dann wird schon wieder was abgestöpselt. Super, haben wir schon wieder kein Mikrofon. Nice, wäre ja nicht das erste Mal. Aber sowas von. Aber sowas von. Hauptsache man hört irgendwas. Und wenn irgendwas gefragt wird, ja, bin ich da. Oder einfach mal seinen Lieblings-YouTuber genießen. Ja, natürlich nicht ich bin. Jetzt bist du schon wieder da oben, oder? Du wirst nur Kabel essen. Ich kenne dich zu gut, du wirst nur Kabel essen. Na, lass das. Ah, das wäre auch geil, oder? Wenn der durchgehend irgendwie so durch die Gegend wieder Hexenjäger so die Äxte werfen könnte. Boah, das wär's. Das kam was. Erst, na, Alter, jetzt reicht's, Alter. Jetzt musst du runter, Alter. Jetzt musst du runter, Alter. Jetzt hast du schon wieder das Mikrofon da fast runtergerissen, Alter. Tun wir das ja auch nicht da. Jetzt ist das Mikrofon auch noch verstellt. Na, dankeschön. Gute Codes. Top professionell unterwegs. Top professionell. Miau, kann ich auch sagen. Nein, nicht schon wieder, komm, nicht schon wieder. Kommt schon wieder auf, Alter. Du bist der Wahnsinn, Masi. Du bist der Wahnsinn. Ah, der gefällt mir gut. Der Slayer ist gut. Ist ein guter, Alter. So, jetzt. Nein, nicht Kabel, Alter. Nicht Kabel, Alter. Nicht deppert. Yes, das ist. Nein! Nein! Ja, geh besser runter. Geh besser runter. Ist besser für dich. Sonst krieg ich noch einen Ausraster, Alter. Frisst gleich das Kabel an, Alter, von meinem Headset, da ist die deppert. Müssen wir das ein bisschen genauer anschauen, was das für eine Fähigkeit ist. Ob ich da mehr Schaden machen kann oder. Ich glaube schon mehr Schaden. Mehr Schaden, glaube ich, kann ich dadurch schon machen. Das glaube ich schon. Schauen wir uns hier mal da so durch. Oh, netter Busen. Öfe. Öfe ist nicht einmal so zwider. Öfe ist definitiv nicht zwider. Passt. Sag mal hier, was soll denn das für Fähigkeit sein? Du hebst einen Kriegerschreier, das allen Spielern einen maximal Gesundheitsbonus verschafft. Dabei werden Energie und Zorn erzeugt. Okay. Wieso nicht? Okay. Passt, ist in Ordnung. Für das, dass es auch gleich ein bisschen länger bleibt, finde ich das erst recht in Ordnung. Weil dann musst du das nicht immer jedes Mal aktivieren. Sondern immer dann, wenn du mal hin und wieder dran denkst. Ist schon Top Character. Also wir haben bis jetzt aktuell nur einen schlechten Charakter und das ist der Imperialsoldat. Das ist der einzige, der so richtig fad ist. Sonst sind alle gut. Es gibt zwei sehr gute, drei sehr gute. Ein, zwei gute und der ist wirklich. Der ist wirklich für den Arsch. Der ist wirklich für den Arsch dabei. So ist der erst Level 10, aber dennoch. Der ist ein Arsch. Der ist ein Arsch. Einfach mal die Axt nacheinander werfen, Alter, so genial. Oder irgendwann kannst du die Fähigkeit dauerhaft verwenden, wahrscheinlich. Er soll er scheißen gehen, Alter. Soll er scheißen gehen, wenn er nicht aufkommt. Soll er scheißen gehen. I've lost the blood rush. Wenn er meint, er muss unbedingt unten stecken bleiben, soll er scheißen gehen. Wieder so eine Ratte, einfach mal, dass er durchkommt. Einmal aus dem Nix. Aber weißt nicht mehrere, sondern genau eine.
Oh shit, geil. Nur die eine hätte uns wegflexen können. Gudi, ganz gefährliche Nummer. Wieso ist der trotzdem nackt? Wieso bleibt er noch immer nackt? Ich habe mir gedacht, glaub, der kriegt wenigstens was zum Ausziehen. Aber der spielt gern Hulk, glaube ich. Ich glaube, der spielt gern Hulk. It's done. Oh, There is nice. grim loot. Racheladung, das wird wahrscheinlich wieder so ein Ausweichmove sein, glaube ich. Ja, nichts Besonderes. Dadurch, dass ich das hier habe, kann ich besser ausweichen. Muss ich nicht unbedingt das mit dem 3 kommen. Natürlich Aufgabe. Na, ich mach gern Expedition oder was? Na, Alter, ist dann lustig. Da kommt's her, Leon. Na gut, na gut. Da wird sich natürlich mal wieder beweisen, wie gut man dann wirklich sein mit dem Charakter und wie viel der wirklich halt aushalten kann. Das ist super, Alter. Gerade für. Ja, die Reichweite ist halt Arsch, aber dennoch. Besser als wie sie laufen mal wieder weg. Wie beim Imperialsoldat. Da hat man wirklich die perfekte Vergleichung, aber die perfekte Vergleichung. Mit Klau schlitzt von Weitem, Alter. Der Hund. Das taugt ihm wieder, das taugt ihm wieder. Ist eh klar, ist eh klar. Da schreit er schon wieder Valhall. Moin, die! Servus, grüß dich! Alles okay, alles paletti, wie geht's dir so? Mir geht's gut, mir geht's gut. Heute Urlaub. Ist schon mal was Feines. Morgen wieder hackeln. Ist ein gut schön langes Wochenende. War schon leiwand, war schon leiwand. No, I need more time. Oh, gib ihm brav. Gib ihm, gib ihm. Ja, ist recht die Wichser, die wir immer ein bisschen weiter weg sind. Sollen scheißen gehen. Passt perfekt. Ah, sind wir wenigstens gleich auf 5. Da kriegen wir irgendwie einen Buff mal wieder. Ich hoffe, irgendwas mit so. Mit nur weniger verlieren. Ah, schön. Schön zu hören. Okay, bleib da. No, I need more time. I must return to the fight. Ich merke gerade, dass bei ihm so aktuell, wenn ein bisschen was mit Fernkampf zu tun hat, dass er sehr schwer irgendwas verliert. An Macht. An Spezialfähigkeiten. Es war super, dass ich das richtig schön einsetzen kann mit der Axt und alles drum und dran, aber er verliert halt relativ viel. Da hat er extrem wenig von dem. Und das ist ein großer Nachteil. Das ist ein sehr, sehr großer Nachteil mit dem Charakter. Sagen wir hier, was haben wir da Schönes? Stadt. Ah, statt kritisch. Was haben wir denn da gekriegt? Sagen wir hier da. Zorn dauert länger. Ja, die maximale Energie muss erhöht werden, Zorn. Ah, muss nicht sein, muss nicht sein, muss nicht sein. I must return to the fight.
Da werde ich definitiv die Energie erhöhen. Definitiv. Die Energie ist ganz wichtig. Stöpert. Er verliert so viel Energie. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Wie kann der so viel fressen an Magie? Also Energie. Das ist ja nicht normal, Alter. Macht ein bisschen was. Hat einmal gerade mal vielleicht einen Gegner mehr gemacht und dann ist schon wieder leer. Ist schon wieder leer, Alter. Das ist ein Wahnsinn. So, I need more time. Ah, dafür ist sie heftig. Dafür ist sie heftig. Nee, 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 nee. Passt. Perfekt. Ah, ja, ja, die haben da so eine Dreierpartie da hinten gehabt. Bist du deppert? Die ist dann aber ein bisschen pervers gewesen. Oida! Oida! Valhalla, wo bist du? Bruder! Das ist so geil! Das ist so geile Fähigkeit! Bist du deppert? Das ist eine geile Fähigkeit! Wow, wow! Die hat was drauf! Bist du deppert? Die hat was drauf! Wollen nicht einmal mehr eine andere Fähigkeit? Dann legt mich falsch! Nur noch die. Wir gehen nur noch mit die durch. Und tschüss. No, I need more time. Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, die Attacke. Die gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr gut. So, hin und wieder nimmst du da vor einen speziellen Angriff, aber sonst. Von der Weiten sowieso. Boah. Gefällt mir schon sehr gut. Schon geile Fähigkeit, guter Charakter, sehr guter Charakter. Sehr, sehr guter Charakter, bist du narrisch? Wahnsinn. Ryu wäre stolz, bist du narrisch? Wenn der jetzt nur dabei gewesen wäre. Wow, der hätte so gefeiert. Passt. Ich würde mal sagen, das tun wir mal so wechseln. Dann ist alles mal wieder easy. Peasy, dann passt das schon. Einfach nur so nice. Einfach von der Weiten da einfach hinwerfen. Tschüss. Nirgendwo nachlaufen etc. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas mit einem Imperialsoldat, weil das ist einfach nur so eine Sache-Partie. Da ist wirklich eine Sache-Partie dahinter. Und dann auch noch das hier. Richtig schön schnell von A nach B. Aber so richtig schön. I need to fight. Okay, Werner, okay, Werner, okay, Werner, böse. Da wird jetzt auch irgendwas so fehlen, so. Irgendwie, wie könnte ich da vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen von mir wegstoßen? Das ist die nächste Fähigkeit, die auf die ich warte. Irgendwie. Das wäre super, so eine Fähigkeit. Irgendwo, wo ich da so ein paar wenigstens wegstoßen könnte von mir. Ah. Ah, die ist auch nicht so zwider. Die ist auch nicht so zwider, die Attacke. Definitiv nicht. Oh, okay, ich muss nicht jedes Mal so einen weiten Sprung machen. Aha. Ich hab schon gedacht, ich muss jedes Mal einen weiten Sprung machen. Nein, nein, nein. Wenn ich will, kann ich jedes Mal die Attacke ausnutzen, wenn mehrere Gegner da sind. Das ist leiwand. Das ist leiwand. Ah, ja. Auf alle Fälle. Weil ich das sogar schon teilweise einen Tausender gesehen habe. Das ist super. Das ist. Das, genau sowas hat gefehlt. Genau sowas. Dass ich ein bisschen was wegstoßen kann, aber dennoch was ausnutzen kann. Schon super. Boah. Boah.
Boah, schadensmäßig bist du etwa keine Verteidigung. Oh, oh, da geht was weiter. Moin Digi, servus, grüß dich. Alles klar, alles Paletti, wie geht's dir so? Boah, da kann was weitergehen, bist du narrisch. Aha, tausende Schaden, Maschallah. Maschallah, sieh ich schon gern. Sieh ich schon gern meine Karma wieder. Voll chillig, voll chillig. Voll chillig. Das höre ich gern, das höre ich gern. Uff, uff. Oh, schön Meiergang, bist du deppert? Ah. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Haha. Boah. Der Charakter ist super. Der Charakter ist wirklich super. Hm, taugt mir immer mehr und mehr. Bist du narrisch? Verliebt. Zwar keine 11 von 10 wie der Hexenjäger, aber 10 von 10 ist schon am Start. Ist schon ein super Charakter, wo man noch nicht einmal irgendwie viel gesehen hat. Ich wollte halt einfach ein bisschen Hulk spielen. Man dachte, wir haben so E-Boy Fasching, Crossplay, was der. Man dachte, das ist jetzt die perfekte Zeit dafür, dass ich halbnackt herumlaufe. Und irgendwelche Gegner mehr macht, damit er so richtig schön auf den Busen tropft, das ganze Blut. Zähne, ui. Ui. Oh, da geht was weiter. Alter, jedes Mal aufs Neiche eine neue Tätowierung da erfinden, ist aber auch eine zache Partie, glaube ich, für die Entwickler gewesen. Oder es war so richtig einer Liebling. Das kann auch möglich sein. Dass sie genau den am liebsten designt haben. Steife Nippeln, aber sonst nicht. Sonst nix. Nur ein paar steife Nippeln. Mehr Masse, mehr Masse und Gegner, wo seid ihr? Alter, ich sehe mich schon so durchrushen mit dem Charakter. Bist du narrisch? Nur besser ist wie die Ahne. Mit dem Hammer, Alter. Top. Top. Wirklich top. Na, willst du nicht aussehen, gell? Animal Crossing, bist du deppert. Gott sei Dank gilt es die Frage an dem anderen Haverer, Alter. Na danke, Animal Crossing, Digi. Hast du mich vergessen. Schöne Reichweite. Schöne Reichweite. Passt, perfekt, perfekt. So, dann reden wir gleich mal mit dem Spaß da oben. Sag mal, Gilde, ich komme! Wart, bevor ich da gleich wieder eine Spende mache. Ich hab zwar leider nicht viel, aber das, was ich hab, gebe ich gern. Da, schau, ein bisschen eine Spende, damit wir da vielleicht auch irgendwann mal steigen. Na, jetzt definitiv nicht. Na. Das passt jetzt gerade überhaupt nicht.
passt. Und weg mit dem Dreck. Auf Vorweg, Gott. Schöne Reichweite, schöne Reichweite. Weil ich das halt einfach jetzt gerade aktuell überhaupt nicht mag, wenn ich da jetzt im Stream da auf privat, ja, liebend gern, aber jetzt nicht im Stream. Außer wir spielen alle gemeinsam. Das ist dann aber auch was anderes. Da ist eh klar, dass wir dann so spielen würden in der Party. Der macht den Klemeier mit dem Sack, Alter, dass der da im Weg ist. Wie kann der es nur wagen? Wie kann der das nur wagen, dass der mir im Weg ist? Wahnsinn, Wahnsinn. Komplett auf abgehoben. Maschallah. Seitdem der Level 7 ist, ist er komplett abgehoben. Oh. Maschallah. Die können alle scheißen gehen. Alter, ich mach's mir immer alle an Hunger, Alter. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Jeder ist am Futtern. Jeder ist am Futtern. Das ist ein Wahnsinn. Na, alles. Und runter tun. Pippi fein. Alles runtergeschluckt mit einem Bissen, Alter. Die ganzen Eierspeise oder was auch immer. Ja, das ganze Sandwich gleich mal rein. Hat sich gleich mal gescheit reingepfeffert, Alter. Aber auf ganz gescheit. Eher ein Bruderbasis. Alter, die gehen alles so schnell meier, oder ich. Könnte eigentlich locker flockig alle Meier machen und dann sogar auf locker flockig sogar alle retten. Was kommt halt denn wieder drauf an? Ja, ich bin schon wieder fast bei 8. Ja, merke ich schon wieder, dass das dann halt wieder nicht passt. Was gibt's denn? Dass es wieder nicht passt von der Zeit her. Normalerweise wären wir, glaube ich, oben bei 8 ungefähr. Das kann sich ja noch ändern, auf ganz schnell. Dafür haben wir viel mehr Gegner am Draht. Das muss man auch dazu sagen. Viel mehr Gegner. Normalerweise tun wir immer durchrushen. Cornflakes. So eine kleine Schüssel Cornflakes und das war's aber auch schon wieder. Na, wenn ich aufstehe, gleich mal was essen. Wenn ich aufstehe, gleich was essen. Auch wenn ich in der Hocken bin, gleich was essen. Und dann, wenn es um 6 Uhr losgeht, mashallah, dann bin ich aber auch schon gesättigt und alles drum. Und dann habe ich wenigstens einen kleinen Kopf. Ich brauch da was zum Essen. Gleich in der Fuhrbau da was zum Essen. Weil sonst kannst du mich vergessen, kannst du mich schmeißen, habe ich null Energie. Okay. Schmutzfähigkeit, die ist geil. Schmutzfähigkeit ist fuck. Ja, schreit sogar die Katze, Alter. Warum Ladezeit? Was ist los? Mehr Bulli, da komm ich hier. Aber wir sind in einer kurzen Zeit. Ist leider nicht kostenlos. Ist nicht wie Path of Exile. Das muss schon zahlen. Ich habe sogar die PS5-Version.
sogar, wo es sogar schon aktuell zahlst, dann 70er oder sonst irgendwas. Aber dafür hast du wenigstens alle DLCs und alles drum dran. Jo, wäre geil, weil dann könnte man wenigstens alle gemeinsam zocken. Das wäre sicher nicht schlecht. Aber, ja, es ist halt wirklich schade. Und es kostet halt relativ viel. Ich glaube sogar die PS4-Version kostet, glaube ich, sogar nur einen 50er, glaube ich, sogar noch oder einen 40er, aber dennoch. Da würde ich eher sagen, erst wart's lieber auf eine Aktion und dann kann man gemeinsam spielen oder sonst was. Beziehungsweise wenn nicht, ob ich dann sogar schon fertig bin. Lieb, dankeschön. Kuss geht raus. Destiny 2 ist kostenlos. Aber du musst da auch wieder aufpassen, weil du halt sehr viel Content hast, der was dir verwehrt ist. Muss man auch dazu sagen. Der ist sehr viel Content verwehrt. Just another second and I'll crush them all. Das Spiel ist, glaube ich. Boah, müsste ich zwar jetzt lügen, aber ich glaube ab 16. Wegen dem ganzen Blut und das Ganze. Ich glaube, das Spiel ist ab 16. Weil du ja doch tötest und alles drum und dran. Was der Erde, wie die bei Peggy drauf sind, oder ich weiß nicht. Die brauchen da irgendwas, damit sie irgendwie kritisieren können. Aber ja, ich glaube, ab 16 ist das Game. Ab 18 kann es nicht sein, weil da kein Sex und keine Drogen dabei sind. Aber nein, wer weiß. Und weg, Biest. Nö. Sonst würde ich rechts oben sehen, dass das nicht mehr funktioniert. Na, der Stream ist definitiv nicht abgestürzt. Aber ich sollte mich jetzt trotzdem langsam ein bisschen beeilen. Ein bisschen schon langsam. Nice. Zeitmäßig schaut schon ein bisschen Arsch aus, aber ist trotzdem machbar. Na kommt's, ihr Wichser, na kommt's. Das Geile ist ja auch noch, das geht ja noch durch die Gegner durch. Wahnsinn. Wieso muss der Große da sein? Der wird mich jetzt so richtig ficken. Von der Zeit her, Alter. Let's give them a little respite. Der macht mir jetzt definitiv ein bisschen mehr, aber ist ja wurscht. Schaffen wir schon. Ah, na sicher. Da, die kleinen Wichser auch noch. Tschüss. Ui, das gönn ich mir. Gehen wir wieder schneller von A nach B. Für besser. Swing dein Ding, Digi. Swing dein Ding. Ah, oh, perfekt. So, zack. Gönn dir, Digi. Na, da kann man schon viel Zeit retten. Kann man schon viel Zeit retten, Alter. Ist schon leiwand. Ah, gib einer da von der Reihe. Passt schon. Weißt du nicht, von wo der da plötzlich daherkommt, aber ja, okay, passt. Die Attacke ist wirklich nice. Und ich kann mir sogar noch genug Zeit lassen, aber mehr als genug. Passt, jetzt können wir sie diesem. Gleich 13. Junge, gleich 13. Maschallah. Wow, Alter, er geht gleich auf Mutter und ich kann gleich, Alter, aufsteigen bis was weiß ich, Alter. Nicht schlecht. Da gehen wir gleich einen Scheiß drauf und gehen ein bisschen auf Verteidigung.
Ja, kann ich mal so zwider. Definitiv nicht einmal so zwider. Aha, da haben wir mal das hier. Was haben wir denn da sonst noch alles? Was ist das nochmal? Ah ja, voll. Ich wasche, ich wasche. So, da haben wir dann wenigstens die andere Fähigkeit. Ich würde mal sagen, maximale Gesundheit könnte man, glaube ich, weggeben. Ich glaube, maximale Gesundheit ist nicht so wichtig bei dem Charakter. Aber das. Das brauchen wir auf alle Fälle. Mehr Energie. Spotty, Energie an. So verbraucht er trotzdem noch immer eine Menge, aber es ist trotzdem wenigstens ein Anfang. Es ist wenigstens schon mal ein kleiner Anfang. Immerhin. Erster Charakter, der sogar auf Öfe kommt nach der Mission. Aha. Da merkt man, was der für eine Stärke hat und wie gut der mit mir harmoniert. Einfach nur große Klasse, große Klasse. Du musst dich einfach nur noch sofort bewegen. Maschallah. Alter, leck mich am Arsch, Alter. Musst du vorstellen, bewegst du dich nur noch so, Alter. Bist deppert. Boah. Ich glaube, ich würde auszucken. Ich würde mal sagen, weit sind wir gekommen, oder? Interessant, interessant. Passt, perfekt. So, tschüss. Erfahrungspunkte. Das allererste Mal ist sogar Öfe. Bist du narrisch? Dann schauen wir gleich mal. Normalerweise haben wir eh brav geschaut gehabt, aber weißt du. Kann ich nie wissen. Das nächste Mal für die Spende dann. So viel haben wir zwar eh nicht, aber weißt du. Müssen wir was spenden. Hehe. Ist schon mal wieder was Gutes rausgekommen. Eine gute Alte. Kann man nutzen, kann man nutzen, definitiv. Da ist jetzt wieder die Frage: Was nehmen wir? Was haben wir denn da überhaupt? Du schlägst auf den Boden und schaffst damit einen Bereich, in den Feinden Schaden nehmen, während du hast, nachdem die Chance besteht, dass du betäubt. Dass sie betäubt werden. Oh, das ist nice. Das ist nice. Ich würde gerne ein bisschen ranzoomen, ja. Naja, okay, passt. Ist in Ordnung. Wie komme ich jetzt zum Beispiel zu dem Bereich, wenn ich jetzt einmal sage, da. Zack, zack, zack. Geile Fähigkeit. Geile Fähigkeit. Und das auch noch zufällig noch dabei. Wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel. Okay, Erfahrungspunkte will ich mal nicht machen. Maximale Energie, Bewegungsgeschwindigkeit. Das zum Beispiel würde ich weggeben. Dann hätten wir zum Beispiel das da. War da nicht normalerweise jetzt noch irgendwo was? Das eine? Okay. Hätte mir gedacht gehabt, dass da noch ein zweites dabei ist, aber ist ja wurscht. Oder da? Da kann es sein. Ja, da ist, da ist. Statt. Nein, lassen wir es noch stehen. Passt. So.